Januar. Wegen eines Virus in Wuhan werden in China alle größeren Veranstaltungen zum Neujahrsfest abgesagt. Sowas ist auch nur in einer Diktatur möglich. Corona in China. Das kommt von sowas, weil die Chinesen Fledermäuse essen. Herr Spahn sagt, das sind aber nur die Asiaten. Herr Lindner von der FDP sagt, die Krankenhäuser müssen effizienter arbeiten. Krank sein muss sich rechnen. Ich plane den Sommerurlaub, vielleicht Afrika. Aber alle Sommerflieger sind ausgebucht. 35 neue Kreuzfahrtschiffe sollen in diesem Jahr gebaut werden. Mit der größten Rutschbahn der Welt. Da kannst du bis nach Afrika rutschen. Es ist alles möglich. Februar. Keine besonderen Vorkommnisse. In Thüringen lässt sich ein Friseur mit den Stimmen der Faschisten zum Ministerpräsidenten wählen. Der Oberbürgermeister darf die AfD nicht schädliches Element nennen. Das ist nicht von der Meinungsfreiheit abgesichert. Volksschädlinge in den Graben und dann zuschütten, ruft der Pegida-Führer. Das ist von der Meinungsfreiheit abgesichert. Herr Höcke will eine neue Keimzelle. Man darf wieder Nazi sein. Es ist wieder möglich. Nur halt leider Urlaub in Afrika nicht. März. Dritter Tag des Lockdowns. Paartherapeuten, die noch 2 Wochen zuvor Ratgeber schrieben, wie eine Fernbeziehung auch über Jahre gelingen kann, schreiben nun Ratgeber, wie eine noch junge Liebe trotz tagelanger Nähe nicht scheitern muss. Für Familien gibt es Survival-Tipps von Polarforschern. Wie können Menschen auf engen Raum überleben, ohne Tote? Eine Familie in einer Wohnung. Meint das Angela Merkel, wenn sie sagt, Deutschland steht vor der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg? Im Theater, wo ich sonst sitze, sitzen jetzt die Viren. Wir sind gut auf die Pandemie vorbereitet, sagt Herr Spahn. Er hat sie nur leider nicht kommen sehen. Deshalb fehlt es den Ärzten auch an Schutzanzügen. Im Jemen wird ein Krankenhaus bombardiert, aber bei uns kann ich kein Klopapier kaufen. Es ist halt nicht mehr alles möglich. April. Altenpflegerinnen sind jetzt systemrelevant. Zur Aufrechterhaltung der Altenpflege lässt Österreich sogar 250 Pflegerinnen aus Rumänien einfliegen. Allein daran sieht man, wie systemrelevant Pflegerinnen sind. Niemand käme auf die Idee, zur Aufrechterhaltung der Altenpflege 250 rumänische Investmentbanker einzufliegen. Lockdown. Ich kann meinen Geburtstag nicht feiern. Ich beschließe einfach, nicht älter zu werden. Nichts ist unmöglich. Mai. In Kalifornien kursiert die Geschichte, dass Middle-Aged Wives, also so Frauen Mitte 20, wegen Corona plötzlich 10 Jahre älter aussehen. Sie finden keinen Arzt mehr, der ihnen die nächste Dosis Botox spritzt. In der Krise zeigt jeder sein wahres Gesicht. Ich urlaube auf Balkonien. Ich habe mir eine Palme auf den Balkon gestellt. Nun sieht es aus wie in Afrika. Ich höre Vögel in der Tanne ein Lied zwitschern. B sagt, es seien Blaumeisen. B holt ein Vogelbuch und ich lerne Blaumeisen von Rotkehlchen zu unterscheiden. Sowas ist möglich. Juni. Das Positive an der Krise. Wochen vergehen ohne mediale Ermahnungen zum korrekten Gendern. Die mit dem generischen Maskulinum gebildeten Worte Virologen und Epidemiologen bezeichnen nämlich genau das, was auch die meisten Menschen darunter verstehen. Frauen und Männer, die sich mit echten Problemen beschäftigen. Stadien werden geöffnet, ohne Publikum. Würden die Gaststätten auf Gäste verzichten, könnten sie auch öffnen. Fußballer fallen sich nach dem Siegestor umarmend um die Hälse. Dagegen Pubertierende, die ihre erste Liebe suchen, dürfen sich nicht zwecks ersten Kuss berühren. Es ist laut Gesetz nicht möglich. Juli. In der Schule meines Sohnes gilt die Regel, die Schüler müssen keine Maske tragen, aber auf Verlangen vorzeigen können. Sieg.
Das Virus erliegt einem Lachanfall. Die Kreuzfahrtbranche liegt brach. Auf Werften könnten Kreuzfahrtschiffe umgebaut werden zu Schiffen, die die Meere von Plastik befreien. Es wäre alles möglich. Denn am Ende meines Lebens werde ich sagen, ich hätte mehr für meine kranke Mutter da sein müssen. Ich werde garantiert nicht sagen, ich hätte mehr auf der AIDA fahren müssen. August. Russland stellt Impfstoff vor. Die deutsche Presse untersucht sorgfältig die Studien, recherchiert aufwendig und unabhängig. Nach 10 Minuten legt sie das Ergebnis vor. Putin will sein Volk vergiften. Dieser Putin. Die Gewinne von Amazon steigen in der Pandemie um 100 Milliarden, um das Sechsfache. Eine Software überprüft minutengenau die Amazon-Paketpacker, wie viele Pakete sie in jeder Minute packen. Wer nicht schnell genug packt, wird entlassen. Vor meiner Haustür steht ein DHL-Bote. Er bringt mir ein Paket von Amazon. September. In Berlin sehen ganz normale Leute kein Problem darin, gemeinsam mit Faschisten zu demonstrieren. Die Zeitung bezeichnet das als neue Dimension. Da waren wir Sachsen, wir Dresdner und Chemnitzer der Zeit wieder mal um Jahre voraus. Der Papst nennt den Kapitalismus einen dritten Weltkrieg auf Raten, weil er mit seinem Gewinnstreben unmenschlich ist. Der Papst, der sollte wegen kommunistischer Äußerungen vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Sowas wäre ja möglich. Oktober. In China sind schon seit Monaten Großveranstaltungen wieder erlaubt. Das ist auch nur in einer Diktatur möglich. Ich habe gar nichts ins Tagebuch eingetragen. Unmöglich. November. Bei einem Bootsunglück im Mittelmeer ertrinken 90 Flüchtlinge. Während Europa zum Schutz der Risikogruppen in den zweiten Lockdown geht, bleibt Absaufen grundsätzlich erlaubt. Natürlich unter Einhaltung der Abstandsregel mit Maske und maximal 2 Haushalte auf 400 Quadratmetern, wobei Kinder bis 14 nicht mitgerechnet werden. In Hongkong knüppeln Polizisten. Klar, weil China eine Diktatur ist. In Philadelphia knüppeln Polizisten, aber Polizisten sind in der Demokratie Freund und Helfer. Aber halt nicht für die Schwarzen. In Belarus demonstrieren Tausende gegen einen Diktator. In Leipzig demonstrieren Tausende gegen eine Demokratin. Jana aus Kassel fühlt sich wie Sophie Scholl, weil sie eine Maske tragen muss. Bald wird Frau Merkel die Jana hinrichten. Auch Dummheit hat ein Recht zum Demonstrieren. Das ist im Grundgesetz verankert. In Bremen wird eine Demo der Querdenker verboten. In Bremen hat die Polizei Wasserwerfer aufgestellt. Muss die Polizei auch bei uns auf Demonstranten knüppeln? Ich fürchte, es ist möglich. Dezember. Adventsspaziergang. Auf dem Parkplatz eines Altenheims baut eine Hobbybläsergruppe ihre Notenstände auf. Väter mit ihren Kindern entnehmen ihren Instrumentenkoffern Trompeten und Posaunen. Hornblasende Vorruheständler blättern ihre Noten zurecht. Aus dem Altenheim wackeln Altenheimbewohner auf den Parkplatz. Eine Pflegerin schiebt eine zierliche Alte im Rollstuhl zwischen Passat und Suzuki. Die Pflegerin huscht schnell zurück ins Heim, denn was jetzt passieren wird, ist verboten. Ein Hobbybläser, wohl der Hobbybläser-Gruppensprecher, spricht. Wir sind hier zufällig spazieren. Und wie schön, dass Sie auch gerade zufällig hier spazieren sind. Und wo wir uns hier schon zufällig beim Spazieren treffen, da können wir Ihnen auch was vorspielen. Wir beginnen mit Stille Nacht und danach folgt ein Stück von Henry Purcell. Die Heimbewohner stehen und sitzen zwischen den PKWs. Sie singen leise mit. Die zierliche Alte wischt sich mit ihrer Maske über die Augen. Ein vorbeifahrendes Polizeiauto verlangsamt seine Fahrt,
und beschleunigt wieder. Frohe Weihnachten. Unsere Pfarrertochter, also unsere Mutti, die Frau Merkel, die sagt, Weihnachten ist ein Fest der Familie, wo wir uns alle lieben. Aber in diesem Jahr dürfen wir uns nur mit Abstand lieben und ohne Kontakte mit Schwiegermüttern aus 10 Haushalten und mit geschlossenen Geschäften. Leute, das wird zum ersten Mal ein Fest. Ohne Hetzjagden durch die Konsumtempel, ohne vorweihnachtliche Kampfplätze durch Glühweinbuden, ohne Nerventerror am Heiligabend mit der ganzen Verwandtschaft, mit der man sich zum Glockengebimmel die Wänste vollstopft, mit missratenem Gänsebraten und Kartoffelsalat. Und nun zum ersten Mal ein Fest der friedlichen Ruhe, ein Fest der stillen Nacht, heiligen Nacht. Es ist möglich. Dank Corona. Halleluja.